Willkommen zurück zu Tales of Arise. Ich bin euer Fiorobo. Und ja, dieses Spiel ist echt einfach nur dafür da, dass hier gekämpft wurde. Oh. Na, für diese eine Cutscene wurde dieses Gebiet erstellt, wie scheint. Irgendwie traurig, das arme Gebiet. Also, wir werden ihm nie wieder Beachtung schenken. Oh, ist noch ein Sprich. How are you holding up after that last fight? You're not too hurt, are you? I'm fine, really. See for yourself. If things get too tough out there, go ahead and fall back. I can take a beating if I need to. I'm not here just to stand around and have everyone protect me. I get that, but there's nothing wrong with admitting you have weaknesses too. Do I look like I'm just trying to put on a brave face to you? I can't feel pain, but you still can, can't you? Look. I appreciate you're trying to look out for me, but even you go down in fights from time to time. Please, stop trying to babysit me. It's getting old. It's not that. I just... Okay. Die beiden können sich nicht einig sein, scheinbar. Was für eine Beziehung sie jetzt zueinander stehen wollen. Gehen sie aufeinander zu, entfernen sich doch lieber voneinander. Needs. Wir verlassen das. Ein bisschen Halloween-mäßig aus, oder? Sehr düster. Bisschen sehr komponiert. Are we in the right place? This place looks like a mess. Yes, this is Niez, the capital of Mahag Sar. I don't see any signs of people. And the buildings. Yeah, this doesn't seem like the kind of place people would actually live. No soldiers, no Danans, not a soul to be seen. Yet look at these facades. This is clearly a Renan district. Hey, check out that drawing on the castle gate. That's the Darkwing's crest. It's from an old Danan legend about a hero who defeated an evil king with a torch and their trusty owl. That's his crest. I'm sure of it. Really? First time I'm hearing it. So if someone drew it on the gate... It must mean the Renans have lost control of the city. Are you suggesting the Danans rose up and defeated the Lord here? Hard to believe, but not entirely unthinkable, given the evidence. Let's look around and see if we can find someone. They might be able to tell us what happened. This is horrible. Is there truly no one here? Blickkarte. Ist das das Logo von Tales of Arise? Schauen wir eben nach, warte. Oh, mach mal groß. Na, nicht ganz. Es hat vielleicht eine kleine Anspielung drauf. Könnte man jetzt sagen, würde ich sagen. Mal kurz mal, was sie noch so zu reden haben. All of these ruins look like they were made pretty recently. But if that's the case, then where do you think the people that used to live here went off to? There must have been Danans and Renans, right? That's a good question. Even if the Danans rebelled and managed to overthrow the Renans here, there should still be some people around. This debris. Do you think it could be the work of Renan Astral Arts? Perhaps, but the appearance of these ruins is rather uniform, which leads me to believe otherwise. Hey, Rinwell. That story you told us about the Dark Wings. It said that the evil king was vanquished with a holy flame, right? Yeah, that's right. Then there might be some truth to that old story after all. It looks like all the rubble here had been scarred by flames. Let's not jump to any conclusions just yet. If we can find someone around here, we might be able to get them to tell us what happened. Dohalim, you forgot to take care of the fire yesterday. What do you mean, take care of? Ah, yes. You meant to put it out? Yep. If it stays lit, we could end up in real trouble real fast. I see.
I apologize for not realizing that. I shall be more careful in the future. The way he's talking, it's like the thought of putting it out himself never even occurred to him. Moving on, Dohalim, I should mention that the clasp for your cape is about to come undone. Oh yes, I tried to fix that myself, but it simply refused to cooperate with me. I can't believe I'm hearing this. Are you telling me Renans can't even dress themselves? Lords like Dohalim have attendants that take care of just about everything they need, so I'm not surprised he sometimes struggles with the basics. Even by those standards, you've got to admit this is still a little extreme. Shion has got a point. I mean, you don't see Renans like her needing so much help to get stuff done. In my case, circumstances forced me to learn how to be independent. Even so, I still think Dohalim could afford to pick up a few more self-sufficient skills. Well, specifically speaking, what would you suggest that I learn? For starters, I think it'd be good for you to learn how to dress and put on shoes. How to comb your hair is equally important, and learning to manage your possessions better. And then from there... She sounds like his mom rattling all that off. Oh, and another thing. About your owl, Rinwell. What is it? When he starts to molt, would you be willing to give me his old feathers? I think I could find a use for them. What do you intend to do with those? Well, recently, I haven't been sleeping well. However, I hear pillows made from owl feathers are very comfortable and wish to make one. This is why I hate you, Renans! Did I say something offensive? Next time, put your own needs aside for a second and think about how someone might react first. Then consider if it's worth asking at all. Are you just going to keep standing around or what? Sorry, I'm just getting prepped over here. Sorry, ich meine, gerade haben wir schon unterhalten gewesen mit euch. Aber gut. Ich finde die Frage jetzt von ihr eher nicht so. Schlimm. Wenn das die so drauf reagiert hat, weil, ganz ehrlich, er hat wenigstens gefragt, ob er, ne, die Haare noch, wenn er sich mausert. Er hat ja nicht gefragt, darf ich ihm die Sachen vom Körper reißen, also die Federn. Deswegen, also, fand ich jetzt nicht schlimm, die Frage. Gut, dass er jetzt nicht unbedingt warten will, bis er, Rosenhaarsprung. Okay. Dass er jetzt auch nicht warten will, bis er sich wirklich mausert, kann ich auch verstehen, aber das hat er ja nicht in dem Moment gesagt. Deswegen, komisch. So, hier geht's direkt in den Thronsaal, es soll aber hier hin. Kann man hier rein dürfen. Natürlich ist es verschlossen. Sieht aber echt interessant aus, muss ich sagen. Also, von Welt erkunden macht Spaß. Jetzt frage ich mich gerade so ein bisschen, wie lange das Spiel wirklich geht. They're huge. They're most likely used to harvest wind astral energy, so they have to be big. So. Das Menschenleer hier und so. Ein bisschen gruselig, oder? Ja, hier passiert doch was. Hier kommt ein großer Platz. Muss was passieren? All of you, stop right there! Don't move! They have us surrounded. Who are you? Where did you come from? You first. Show yourself. I'm the one asking the questions here. Don't try anything funny. One wrong move, and I guarantee we'll blow you away. What are you? My name is Alfin. I came here from Calaglia. Alfin? The wielder of the Blazing Sword? Getting pretty famous, isn't he? Here is my proof. Will that suffice? Or do I have to burn down one of those houses to make my point? No need. I believe you. I'm Beifong, of the Dark Wings. Sorry for threatening to blow you away. We're still hunting down the remnants of the enemy forces. So everyone's more than a bit on edge right now. Please forgive me.
remaining? Wait, you mean you already took down the Lord of this realm? That's right. We took her weapons and turned them right back on her. Are you the Danann leader here in Niez? Nah, I'm just one of the commanders. Deadeye's the one who runs the show. I'd be happy to take you to him. Just one problem. The Renans. Seems the rumors you were running with them were true. You do understand, right? I mean, we only just liberated the city from their kind. Everyone's short on trust. And for good reason. Especially Deadeye. I think it'd be best if those two waited outside. Not going to happen. I don't think it's a good idea for us to split up. It's too dangerous. Then it's on your head, friend. Our base is that way. You could have left me behind, you know. This isn't just about you, Dohalim. Ah, yes. I guess even after you beat the Renans, your work's only really just begun, huh? Yeah. So, wir sind da rein. Was haben wir denn hier? Seems like it's got a lot of issues to fix. Aufschnitt, okay. Wie lang? Komm ich wahrscheinlich nicht rein, ne? Oh, hi. Hier gelangt man zum oberirdischen Platz, der zu Amandreas Schloss führt. Der Zug ist derzeit versperrt, also kehrt bitte um. Okay, okay. Dann halt hier hin. Ein bisschen Hühnchen. Dann schauen wir doch mal. So you're Elfin, are you? Thought you'd be bigger. Huh. Guess the armor beefs you up a bit. You've got a lot of people talking, you know. But in this town, I call the shots. You play by my rules here. Just remember that. Gotta say, I didn't expect you to run with a gang of women and kids. Those other lords must have been real pushovers, huh? Seriously? Are you this rude to everyone you meet? Don't interrupt me, you brat. Didn't your parents teach you any manners? Why, you! So you're the one who took down the lord of this realm, huh? How'd you pull that off? We just swiped the Renan's explosives. And then we blasted them all to hell and back. Explosives? That's a pretty bold approach. But how'd you manage to avoid hurting your own people? I didn't, that's how. But the chance to take out a lord was worth the sacrifice. And the lord? What did this sacrifice earn you? Unfortunately, we couldn't manage to finish her off. But now we've really got the girl on the run. She ran? A lord? Yeah. The lady was just a coward. She had a whole lot more bark than bite, that's for sure. She's probably hiding off in a hole somewhere. But not for long. We'll find her and drag her right back into town. Then she'll get what's coming to her. I wouldn't be so sure. She may run, but she'll never go quietly. Shut up, Bright Eyes! I would have run you through already if you weren't with the Blazing Sword here. The whole reason you're fighting is to free the Danans in this realm, is it not? If so, then... Shut your mouth, witch! That's enough! If you're really fighting for us Danans, why keep these bastards around? Why haven't you killed them already? I'm not going to kill these bastards. Is that the case, huh? Then tell me the point of this show. They're my friends. Friends? Renans are Renans. The scum-sucking bastards who've been draining our souls for 300 years now! Would you know that? Maybe it's because you and that little lady are friends and more.
pay for that! That's enough! Deadeye, you know that was completely uncalled for. All of you, get the hell out of my realm! And don't ever come back! This is Danon's realm and it's ours, understand? I call the shots here. And I make the rules. I do, Deadeye! Leader of the Dark Wing! Yes! Deadeye! Liberator Deadeye! You are the true leader of this realm! We're not afraid of any bright eyes! It's only a matter of time before I throw every last bright eye out of this realm! The Dark Wings! The Dark Wings rule! Hey, wait up! Told you so, didn't I? You should have left your Renan pals outside. You don't agree with him, do you? I could tell by the look on your face in there. That's how things are with him. He loses his temper, then I step in and calm things down. Better you than me. If that's all, I think it's past time we were going. Look, I just wanted to apologize for what Deadeye said in there. At least somebody's got some manners around here. He didn't used to be like that. But, well, that's what losing most of your loved ones will do to a man. He may never forgive the Renans. It's a little ironic how indistinguishable his manner is to that of a lord. Hey, Bayfon? Deadeye mentioned the Lord is still on the run. Any ideas where she might be? We looked all over, but found no traces of her. We heard some rumblings about activity in Estaluva Forest, but that's it. Estaluva, huh? Wait, you're not going after her, are you? Certainly won't win you any favors with Deadeye. This isn't Deadeye's war, and we're certainly not fighting it for him. Besides, it's like Xion said, her type isn't going to go quietly. Hey, it's your funeral. Don't say I didn't warn you. We'll be sure to keep you out of it. Before we set out, though, is there anywhere around here we can rest? Sure. Building at the end of the road, opposite side. It's all yours. We use it as temporary lodging, to house people who don't have a new place to live quite yet. We're not going to run into any trouble there, are we? Rumors of a certain fiery sword have spread fast. I doubt anyone will be eager to give you guys problems. And here's where I say my farewell. You're on your own, but good hunting. Before you go, how come you don't hate the Renans as well? Oh, believe me, I've got my bone to pick with the Renans. Just not with two of them I've never so much as laid eyes on before. Let's head on over to that lodge. We'll figure out what our next move is there. Plötzlich die Stadt belebt oder wie? Interessant. Wir haben ein paar Aufgaben. So, was ist das? Ganz plötzlich haben sie auch ein Gasthaus, natürlich. So, dann sollen wir mal Quests, würde ich sagen. Sounds like our cue to step in and help. I get the feeling Deadeye signed up to be a rebel, so he could have a rooster rule. Heck, he's no better than a lord. In some ways, he's even worse. I know. How could he use explosives on his own people? And yet, despite the toll of his actions, none of the Danans we've seen seem to question his assumed authority in the least. If anything, they may well consider him a hero, which would say a great deal toward how deeply they resented the Renans here. Still, I don't think this is as simple as saying the good guys won out over the bad ones. Yeah, I don't either. Deadeye might have managed to drive the Renans out of Niez, but that doesn't make the way he did it okay. No matter which way you look at it. A victory that's earned by throwing away the lives of his own people? No, that isn't a victory at all. I can understand that the Danans here are standing up against their oppression, but that doesn't mean they have to humiliate all Renans just to settle the score. I'm perfectly able to stand up for myself, Alphen. Besides, I'm used to it by... But you shouldn't have to be, Xion.
It's just... What I mean to say is... When you've been a slave for so long, it's easy to accept that's how it should be because it's all you've ever known. Constantly being belittled is no different. I don't think that's fair. For me or for you. I just don't know, man. Don't know what? Deadeye managed to drive out a real live Renan Lord. That's incredible. And he seems to have a lot of supporters surrounding him, too. But he's got an attitude worse than any angry Zoogle. Plus, Niaz is in utter ruins. I don't have a clue what his game is. The Renans are powerful. And because of that, it takes a strong leader to have any hope of toppling them. However, when you take down one dictator only to replace them with another, ultimately it's just business as usual. If it'd been Zephyr instead of Deadeye, I don't think things would have turned out like this. Rinwell! Yeah, I think so too. Zephyr did things differently top to bottom. He's not the kind of person who would have forced his own views or decisions on other people. When you do that, you're ruling over others, not leading them. To be honest, I don't know what I would have wanted my dad to do if he was in that position. Law. The whole thing feels weird in a way. It's a weird kind of feeling, but at the same time, part of me also feels happy. Deadeye and my dad are two very different men. For now, I'm content knowing that. The city is liberated, and yet the air still hums with fear and anxiety. It reminds me all too well of how Vicent once was. Hums? You mean like music? Yeah, none of this sounds like music to my ears. In fact, I've never seen any Danans with musical instruments in my life. You don't need instruments to play music. It can emerge naturally from the sounds of people going about their day and the hustle and bustle of life. You seem to care a lot about music, Dohalim. I didn't know that about you. Have I not mentioned it? Before I was a candidate for the Lordship, I had my heart set on the life of a musician. You? A musician? Indeed. Music enriches the world around us. I trained day and night to hone my art. Words could not describe my bliss as my notes carried with them the sights and sounds of nature, the ebb and flow of time, and the thoughts of people on the wind. Dohalim. Forgive me. My loquaciousness can get the best of me at times. Don't apologize. It's interesting hearing what Renan culture is like. Even though the Renans destroyed all of our arts and culture. Personally, I was interested in the music of Dana as well. The fact that generations of lords deemed music to be of no use to their slaves and outright forbade the ownership of instruments is lamentable. Not that my words can undo the damage already done. Okay. Ja, dann holen wir uns mal einen Auftrag ab. Warum sind alle so feige? Wenn wir uns nicht darum kümmern, wird sich nie etwas ändern. Was ist los mit dir, Freund? Zergel, das ist mit mir los. Es geht um eine ziemlich verbreitete Variante von ihnen, um genau zu sein. Berichtsfolge mochte der Lord diese Art von Zergel am liebsten, sodass sich die Leute fürchten, sich ihnen zu nähern. Das kann ich gut voll nachvollziehen. Wenn du willst, dass sie verschwinden, können wir uns gerne um sie kümmern. Ganz ruhig, Kumpel. Ich will nicht, dass ihr sie einfach nur liquidiert. Ich würde sie am liebsten sehen, wenn ihr mir auch einige ihrer Materialien bringt. Müsst sie die Zeugeteile bringen? Wofür? Willst du mit ihnen was bauen? Ich baue und erforschen. Ich will nachweisen, dass man selbst furchterregende Zeuge für praktische Werkzeuge nutzen kann, um Leute zu motivieren, sie zu mehr zu jagen. Wir können schließlich auch nicht immer erwarten, dass die Leute hier auftauchen und unsere ganzen Probleme für uns löst. Ihr versucht also, selbstständiger zu werden. Das ist sehr lobenswert. Aber was die Materialien angeht, nach denen du suchst, ist das nicht so richtig der Fall, oder? Ja! Oder auch genau das ist es. Könnte ich euch dazu darüber reden, mir ein paar Materialien zu überlassen? Ja, nur zu bedienen dich. Ich sehe es lieber, jemanden zu überlassen, der sie auch nutzt, als sie ständig herum mitzuschleppen. Großartig, ihr Leute seid echt großzügig, wisst ihr das?
Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Ich kann damit garantiert etwas Nützliches herstellen. Vielen Dank. Das war easy. Grillhähnchen haben wir bekommen. Oh. Lecker, lecker Grillhähnchen. So, mein Gasthaus hier. Wie nimmt mein Dings uns ja gar nicht auf, ne? Mein Essen. Ist so gerade auf. War noch eine Aufgabe. So. Schauen wir mal. So, mein Schwindy. Du bist echt so ein bisschen was von hier Alice Madness Returns irgendwie so, finde ich. I wonder if something happened. Ja, den kennen wir doch. Elfen, mi amigo. Ich wusste, dass uns das Schicksal ein weiteres Mal zusammenführen würde. Wer warst du noch gleich? Der Wunderbart oder so? Ich bin ein Minensänger, der viele Geschichten über diese unsere flüchtige Welt zu besingen weiß. Man nennt mich den Wunderbarden. Richtig, ich erinnere mich. Ich glaube, wir hatten noch nie das Vergnügen, mein Herr. Gestatten, ich heiße Gohalim. Du bist also ein Minensänger. Ja, heißt das, du bist musikalisch begabt? Oh, ganz recht. Es gibt kein Lied, das ich nicht sang. Kein Instrument, das ich nicht den sanften Griff meiner geübten Finger spürte. Verstehe, ich bin nämlich selbst ein gewisser Kenner der musikalischen Künste. Tatsächlich dürfte ich wohl um eine kleine Kostprobe bitten, Herr. Das wird eine Weile dauern, ne? Bedauernswerterweise habe ich gerade kein Instrument bei mir, aber ich gebe gern ein kurzes Dichtwerk zum Besten. In diesem Meer aus purpuren Bäumen trat ich einen Gefährten mit Hoffnungen und Träumen. Oh, da, mein Mio. Dana Mio, Worte wie Musik in meinem Ohr. Ein wirklich seltenes Talent, mein Herr. Ich kann es nicht anders sagen. Meinst du das wirklich? Aber ja, und jetzt muss ich den Gefallen sogleich erwidern. Wo fange ich an, ob solche Genies? Mir fehlen die Worte, drum sag ich nur dies. Gracias a buenos dias. Oh. Oh, du hast mir geradewegs den Federhandschuh hingeworfen. Erlaube mir. Great. Ich ertrage kein weiteres Wort. Wir gehen. Dulamin, du kannst gerne später nachkommen. Haltet ein, geht noch nicht. Ob so viele brillante Geister in ihrer Runde, kann ich auch vielleicht das legendäre Instrument anvertrauen. Wie redest du? Ich habe ein Musikinstrument versteckt, auf das ich einst deine würdige Erbe träfe. Einen würdigen Erbe träfe. Ihr findet es am Ort, den diese Notiz darlegen. Seid gewarnt, das Rätsel darin zu lösen verlangt messerscharfen Verstand. Frag ich euch Auserwählten nun, nehmt ihr es auf euch, das Rätsel Lösung zu offenbaren und dieses legendäre Instrument zu entdecken? Alles das Rede über Rätsel und Instrumente hat meine Neugier geweckt. Das ist schön, wir nehmen deine Herausforderung an. Ausgezeichnet, ich bin gewiss, dass ihr die Aufgabe triumphierend löst. Jenseits Zelte eines Landes bedeckt von Fels und Sand. Das nördliche Ende eines Ödlands, im Norden eines verlassenen Dorfes. Es schlummert am Ende eines schmalen Weges gen Westen, wo ein uralter Turm wacht. Das ist der... Ne, ihr wisst schon, die Bergpass, den wir erklimmen haben, würde ich sagen. That's some cryptic text, all right. It could mean anything. Can't we just look around the area for clues or something? Hey, maybe these are supposed to be different locations? Oh, now you're into this too, huh? Oh, nicht. So, wir haben jetzt hier alles, ne? Ja. Dann gehen wir zum Bergkamm, würde ich sagen. Für mich zumindest so. Oder? Essen mal. We've reached our destination. Ich hab noch mein Essen, ne? Dass ich mehr Dingens kriege, ne? Gehen wir mal eben schnell ein bisschen reinfahren. So. So. Bing, 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 bing. Sehr schön. So.
Muss vielleicht echt nochmal ein paar Sachen machen. Da komme ich jetzt dank dem Ding jetzt hier durch. Not this way, I guess. Aber nicht, okay. Objekte. Wir schwimmen in eines schmalen Weges gen Westen. Ein alter Turm wacht. Jenseits der Hütte eines Landes bedeckt von Fels und Sand. Und nördlich eines Ödlands im Norden eines verlassenen Dorfes. Ödland, verlassenes Dorf. Da klingelt auch was bei mir. Und wir müssen uns Kiste herumlaufen. Hab ich doch glatt einen Stein übersehen. So, wir reisen. Nördlich eines Dorfes, ne? Schauen wir nochmal. Aber wo genau ist halt die Frage, ne? Das wüsste ich gerne. Okay. Haben wir schon was gefunden gehabt? Ja, ich glaube nicht, ne? Haben wir was freigeschaltet? Ich glaube nicht. Die Kiste haben sogar schon offen. Hier gerade echt. War nicht hier irgendwo ein Hund? War da nicht noch irgendwas mit? Keine Ahnung, war weiß wer mir Ahnung verblättert. Tales of Arise. Wir gucken einfach mal. Ich hab jetzt Vermutung. Wunder. Testtext, bitte. Das ist geheimnisvolle Paar. Ja. Heißt es? Okay, so, Nebenquest. Ja. So, die Hütte. So. Also, hier bin ich scheinbar falsch. Aber wir haben was hier? Nee. Nee, bin ich auch falsch. Oh. Nein. Okay, doch, ich weiß jetzt mal. Oben. Der Lavendel ist. Sein. Das war nämlich meine nächste Überlegung gewesen. Verlassene Stadt. Da hatten wir doch eine Quest gehabt. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Falls ihr euch dran erinnert, wo wir hier die verlassene Stadt wieder besiedeln sollten und die Zeuge erledigen sollten. Es ist aber leider irgendwie nichts draus geworden. Ja, jetzt wissen wir warum. Dann sollen wir trotzdem mal für alles nochmal ein hier ein bisschen, ne? Ach ja. Ja. Wir sind einfach so hart überlevelt jetzt. Oh, wir kriegen 9 Erfahrungspunkte. Nice. Ach, hier. Untersuchen. Eisenpfeife. Ist das so-called
Eine Waffe? Ja, aber es ist eine schlechte Waffe. Okay. So. Ja, wie geht's weiter? Bla bla bla. Lösung. Überhaupt ein Rätsel. Ja, was ist einfach? Das war's jetzt? Und nun? Hätten wir das hier finden müssen? Legendary Instrument? Actually, I think it's one of the freight train parts that I was using for a sword. I'm sure anything will be fine. We should take it. Den Rest sollen wir uns nicht angucken. Das ist schon ein bisschen schade. Muss ich jetzt aber mal sagen. Das war dann auch noch eine Gabe auf uns, okay. Schauen wir mal. Ja. Also hätte ich jetzt hier an meinem anderen Ort nichts gefunden oder hätte ich da was gefunden? Es wäre nur billig gewesen, sage ich mal. Weiß nicht. Oh, die Zeit ist auch schon wieder relativ gut rumgegangen, ne? Uiuiui. Ich werde gleich mal die Folge beenden, ne? Aber wir gehen auch die Quest eben schneller. Das machen wir noch eben schnell. Zack, zack. So, na du? I'm not so sure. Ihr habt das Rätsel also endlich gelöst. Wir haben das Ding gefunden, falls du das meintest. Oh toll, ich wusste, ihr seid die Herausforderung gewachsen. Ist tatsächlich das legendäre Instrument, das in diesen Ländern schlummert. Es ist nur ein Stab, den ich benutzt habe. Nein, Amigo, das ist ein Stab, der einzusetzen dir vorherbestimmt war. Mit ihm wirst du Taten vollbringen, die Legenden inspiriert werden. I see. Das war also wirklich jedes Instrument, hinter dem wir her waren. Meinst also, ich soll dieses Ding mit diesem Ding kämpfen? Nimm es und gehe in die Welt. Erfülle dein grandioses Schicksal. Und dir ist, das dir in die Wiege gelegt wurde. Oh, wenn du darauf stehst. Es hat einen einzigartigen Bogenlauf. Aber ich werde mich sicher mit der Zeit daran gewöhnen, damit zu kämpfen. Ja, Verzeihung. Ich muss also seine Bedingungen sorgsam studieren. Je nachdem, ob ich angreife oder verteidige, muss ich vielleicht sogar andere Teile nutzen. Warte mal, meinst du das etwa ernst? Oh, das war eine so unterhaltsame Exkursion. Deine Worte waren für uns alle eine wahre Inspiration. Du sollst in meinem Palast arbeiten. Nein, besser noch. Willst du uns auf unsere Reise begleiten und so Alfins liebliche Musik anhören? Ja, du solltest mit uns kommen. Wenn es da draußen weitere legendäre Instrumente gibt, will ich das unbedingt wissen. Mhm. Ich weiß dieses Angebot wahrhaftig zu schätzen, doch bedauernswerterweise führt mich mein Weg stets dorthin, wohin der Wind weht. Ich überlasse es euch, die Legenden zu bezeugen, die mit diesem Instrument in der Hand gewiss vollbracht werden. Agreed. Na gut, dann werde ich von jetzt an jede deiner Bewegung beobachten, damit ich bloß keine gescheite Art verpasse. Muss man einen Kampfstil finden, der dieses Ding richtig ausnutzt. William, würdest du mir dabei helfen? Selbstverständlich, wie du weißt, bin ich sehr geübt im Kampf mit Stäben und Ruten. Stelle nichts mit ihm an, was ich nicht mit ihm anstellen würde. Und nun muss ich lebwohl sagen, bis wir uns wiedersehen. Adios. Mach's gut, mein Freund, pass auf dich auf. What the fuck? Warum so komisch? So, haben wir das auch geschafft? I can't believe you managed to shoo off that irritating bard. Had we brought him along, it would have livened up our journey considerably. You know, maybe you're right. We could have hit it off. Yeah, and the two of you could be irritating together. Gut, damit sagen wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.